Es ist noch nicht so lange her, dass wir hier an gleicher Stelle darüber diskutiert haben, wann der DAX die 8000 Punkte knacken wird. Mittlerweile sind wir weit davon entfernt von solchen Gedankenspielen. Und trotzdem möchte ich heute meinen Gast fragen, ob wir doch wieder eine Chance haben werden, wieder in die alte Richtung zu laufen, wieder in die Richtung von 8000 Punkten beim DAX. Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Erstmal mittelfristig gefragt, Herr Metzger, in welche Richtung läuft der DAX? Also ich würde jetzt die jüngsten Kursverluste nicht zu stark überbewerten. Wir müssen das Ganze doch vor dem Hintergrund sehen, dass wir im Grunde seit Mitte letzten Jahres zum Beispiel oder gerade eben im DAX deutlich nach oben gelaufen sind. Und das sind auch mal Gewinnmitnahmen eben angesagt, insbesondere wenn etwas Nervosität wieder in die Märkte kommt, wie das aktuell der Fall ist. Wir haben wieder das Thema eben Staatsschuldenkrise, Eurokrise, das etwas verunsichert. Also da werden auch einmal schnell Gewinne mitgenommen. Meines Erachtens kann man dann durchaus auch mal an schwachen Tagen diese Situation nutzen, um wieder in den Markt einzusteigen. Man sollte allerdings sich immer vor Augen führen, dass meines Erachtens wir nicht diese großen Kursgewinne sehen werden des letzten Jahres, also dass wir unter Schwankungen eher steigen werden, dass es auch immer wieder Rückschläge geben kann. Wie gesagt, Anleger, die diese Volatilität verkraften, die können an solchen Tagen immer zugreifen. Aber eben dann bitte auch einmal Gewinne mitnehmen, wenn wir nach oben laufen von der taktischen Seite oder eben das Portfolio zum Beispiel mit Optionen, die es im Moment recht günstig gibt, absichern. Ja, dann stellt sich schon die Frage, was machen die ETF-Anleger aus dieser leichten Konsolidierung, die wir beim DAX sehen, nehmen auch diese Gewinne mit? Wir können hier festhalten, dass man im Grunde Gewinne von den Short-Positionen mitnimmt, also aus den Short-ETFs etwas hinausgeht, hier die Gewinne, die aufgelaufen sind, durch die Kursverluste des Marktes mitnimmt und stattdessen dann tatsächlich eben in die normalen ETF-Produkte, zum Beispiel auf den deutschen Aktienmarkt einsteigt, also die niedrigen Kurse zum Einstieg nutzt. Gefragt sind auch Papiere oder der amerikanische Aktienmarkt, genauso wie die Emerging Markets, die Schwellenländer. Bald schon steht am deutschen Aktienmarkt die Dividendensaison an und auch die Anleger setzen vor allem auf Dividenden-ETFs. Was sagen Sie dazu als Fondsmanager? Dividenden sind meines Erachtens ein ganz wichtiger Grund, warum man sich durchaus Aktien ins Portfolio legen kann. Wir haben am deutschen Aktienmarkt zum Beispiel, wenn wir den DAX nehmen, im Schnitt eine Dividendenrendite, die pro Jahr deutlich über dem liegt, was zum Beispiel eine 10-jährige Bundesanleihe abwirft. Also hier kann man schöne Renditen einfahren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man eben Aktien nicht zu teuer im Moment kauft, ist das für mich ein ganz klares Argument, das für Aktien spricht. Wenn wir schon in die Zukunft blicken, müssen wir auch schauen, was passiert noch in dieser Woche. Welche Daten stehen noch an und die den DAX wirklich bewegen könnten? Aus den USA haben wir vor allem Daten, was den Immobiliensektor angeht. Wir haben ja zum Beispiel die Wohnungsbaubeginne, die Wohnungsbaugenehmigungen. Wir haben einen Wohnungsmarktindikator, der am Dienstag veröffentlicht wird. Dann gegen Ende der Woche noch den sogenannten Philadelphia Fed Index. Das ist ein Index, der sich mit der Stimmung der Unternehmen befasst. Daten zur Unternehmensstimmung haben wir auch aus Europa. Die Einkaufsmanager-Indizes stehen hier an, zum Beispiel von den deutschen Dienstleistern, vom verarbeitenden Gewerbe aus Deutschland. Und beachten sollte man in diesem Zusammenhang auch den IFO, Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.